das ist eine kurze Aufgabe, wo wir nochmal auf die Integrationskonstante zu sprechen kommen und auch auf die Stammfunktion und die Integralfunktion. Zeige anhand des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung, warum anstelle der Stammfunktion bereits die Integralfunktion verwendet werden kann. Also das ist nochmal der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wir haben eine Integralschleife a bis b, das sind die Integrationsgrenzen. Wir haben eine Untergrenze a, eine Obergrenze b, f von x dx. Jetzt macht man eigentlich Folgendes. Man berechnet jetzt hieraus die Stammfunktion und hat dann a und b. Und diese a und b, die Obergrenze, setzt man dann ein und rechnet sie minus die Untergrenze eingesetzt. Wenn man jetzt aber noch diese Integrationskonstante mit berücksichtigt, dann hat man hier eigentlich die wirkliche Stammfunktion. Das heißt, eigentlich müsste ich hier jetzt Folgendes hinschreiben. Ich müsste jetzt hier hinschreiben, f von x, also ein großes f von x, minus die Integrationskonstante c von a bis b, das sind ja die Integrationsgrenzen. Ich habe das ja auch in dem letzten Video schon mal so ein bisschen gezeigt, bei der Rechnung, bei irgendeiner Teilaufgabe habe ich das mal gezeigt, warum man eigentlich diese Integrationskonstante gar nicht braucht. Denn wenn man jetzt einmal die Obergrenze einsetzt, dann hat man ja f von b und dann packt man hier noch diese Integrationskonstante dahinter und dann minus, Klammer auf, die Untergrenze eingesetzt, f von a minus c. So. Klammer zu. So, da setzt man dann Klammern und dann sieht man das wunderbar, denn dann hat man ja f von b minus c minus und dann eben f von a, ist jetzt also dieses Minuszeichen an das f von a gepackt und das Minuszeichen muss auch an das minus c gepackt werden, also plus c und somit löst sich dann also dieses minus c gegen das plus c auf und es bleibt noch über f von b minus f von a und das ist ja exakt das, was hier hinten steht. Also insofern brauchen wir, um diese Frage nochmal zu beantworten, können wir direkt mit der Integralfunktion arbeiten und brauchen hier die Stammfunktion, also inklusive der Integrationskonstante hier nicht zu berücksichtigen. Zwischen Stunde 9 und Stunde 10, dann wäre das nämlich exakt diese Fläche, die sich hier ergibt zwischen 9 und 10 und dem Graphen der Funktion. Denn bei einer Flächenberechnung berechnet man immer Länge mal Höhe. Länge ist in Stunden, Höhe ist in Kilometer pro Stunde. Und wenn man das mal rechnet, dann kürzt sich das h gegen das h raus und es bleibt noch Kilometer über. Das heißt, die Fläche.